Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, einige Gedanken zu Wolke und Feuersäule. Ich habe da schon mal früher etwas veröffentlicht, wenn man da draufklickt. Das könnt ihr dann nachher, wenn der YouTube veröffentlicht ist, oder hier hören. Unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Christus und so. Also, da haben wir jetzt einige Gedanken zu Wolke und Feuersäule. Ich lese einige Auszüge, wo das vorkommt. 2. Mose 13, Vers 21. Und Jehova zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. 2. Mose 13, Vers 22. Des Tages wich nicht die Wolkensäule, noch des Nachts die Feuersäule vor dem Volk. 2. Mose 14, 14. Man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du, Jehova, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Jehova, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule und ihnen hergehst, vor ihnen hergehst bei Tage und in einer Feuersäule bei Nacht. Nehemia 9, Vers 12. Und in einer Wolkensäule hast du sie geleitet des Tages und in einer Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollen. Nehemia 9, 19. Verließest du in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste. Die Feuersäule wich nicht von ihnen des Tages, um sie auf dem Wege zu leiten, noch die Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Und dann noch aus Offenbarung 10, Vers 1. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen. In der Wüste. Dazu denke ich auch, es ist nützlich, wenn ihr das mal lest, wo wir über den Gedanken Wolke, Feuersäule in den Psalmen finden. Im Psalm 77, ich klicke es mal an, das ist der Text. Ihr habt es als Text, Psalm 77, Einführung im Psalm 77 und hier im YouTube. Aber nun war er bestürzt, betrübt, denn es gab kein... Also dazu könnt ihr in den Psalmen 77 als YouTube oder als Text zu Wolke und Feuersäule lesen. In dem Psalm heißt es erstens, Volk wie eine Herde und sein Weg wie im Heiligtum, Vers 14. Psalm 77, Vers 13. Und ich will nachdenken über all dein Tun, über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein großer El wie Gott? Du bist El, Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kund werden lassen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit erhobenem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs.
Dich sahen die Wasser, o Gott, dich sahen die Wasser, sie belebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolke ergossen Wasser, das Gewölk ließ seine Stimme erschallen, und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme eines deines Donners war im Wirbelwind, Blitze umleuchteten sie, den Erdkreis erzitterte und bebte die Erde. Im Meere ist dein Weg und deine Pfade in großen Wassern, und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Du hast dein Volk geleitet wie eine Herde durch die Hand Mose und Aarons. Du hast dein Volk geleitet wie eine Herde durch die Hand Mose und Aaron. Und da die Auslegung zu Psalm 68 von Bruder Karl Mebus. Man kann das auch hier anschauen, Psalm 68. Ja, die Verlinkung funktioniert. Das vorige Lied begann mit Segensworten. Im Unterschied dazu wird dieses letzte der vier Lieder mit dem Aufruf zur Gottesherrschaft auf der ganzen Erde eingeleitet. Das entspricht dem Charakter des Psalms, den man als Siegeszug Gottes umschreiben kann. Dieses triumphale Geschehen ist in einiger Hinsicht bereits in vieler früherer Zeit vorgebildet worden, in dem Aufbruch und dem Zug der Bundeslade durch die Wüste bis in das verheißene Land. Auch damals zerstreuten sich angesichts der Bundeslade die Feinde, und jedes scheinbar unüberwinderliche Hindernis wurde überwunden. Lies auch 4. Mose 10, 33, Josua 3, 6. Der vorliegende Psalm schließt mit dem Ergebnis ab, dass die Offenbarung der Macht Gottes den Sieges zur Rettung, den Sieg zur Rettung seines Volkes herbeiführt und jede Rebellion gegen seinen Namen zum Schweigen gebracht wird. Der Psalm nennt verschiedene Namen Gottes und beschreibt die Eigenschaften, die das Kennzeichen des göttlichen Wesens sind. Er spricht darüber, was Gott umgibt und wo er wohnt, auch wie er hervortritt. In den Anfangsversen wird herausgestellt, dass die Gottlosen vor ihm fliehen und umkommen, weil sie keinen Augenblick vor seinem Angesicht bestehen können. Vers 3b. Anschließend ist von ihnen kaum mehr die Rede. Die Gerechten hingegen haben für immer einen gesegneten Platz vor dem Angesicht Gottes. Vers 4. Wir finden Gott in den Versen 21 und 22, beschützend zwischen seinem Volk und den Feinden stehend. Er ist bei seinem Volk, um ihm zu helfen und seine Last zu tragen. Er zeigt sich fortwährend, dass er für sein Volk da ist. Zugleich ist er um jeden Einzelnen besorgt, besonders für die Witwen und die Waisen. Die Schar der treuen Gläubigen wohnt in seinem Land, unter seiner Güte, Vers 11. Er möchte, dass sie alle einst gemeinsam mit Freude jubeln und vor seinem Angesicht frohlocken unter der Herrschaft des Messias, das heißt im Reich Christi auf der Erde. Die Juden, die in der zukünftigen Endzeit zum Glauben kommen, werden auf die ihnen geltenden irdischen Verheißungen der Schrift vertrauen. Im Unterschied zu ihnen erwarten die gläubigen Christen der jetzigen christlichen Gnadenzeit ihr ewiges Erbteil im Himmel, denn dorthin wird der Herr Jesus sie aufnehmen. Ihr Siegeszug führt sie mit ihm in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi,
2. Petrus 1, 11. Dies wird in 2. Thessalonicher 1, Vers 4 bis 10 dargestellt. Vergleiche auch 1. Thessalonicher 4, 16 und 17 und Hebräer 12, Verse 22 und 28. Die Grundlage sowohl für das erste, das israelitische Erbteil, als auch für das zweite, das himmlische Erbteil der Christen, ist dadurch gelegt worden, dass Christus vor 2000 Jahren aus dem Himmel herabgekommen ist und nach seinem Sieg aufgefahren ist in die Höhe und die Gefangenschaft gefangen geführt hat. Vers 19, Epheser 4, Vers 8. Des Weiteren sagt der vorliegende Psalm manches aus über die Einzelheiten des Siegeszugs Gottes in Christus. Das irdische Ziel der Ratschlüsse Gottes war bereits Gegenstand des vorhergehenden Psalms. Prophetische Aussagen über die härteste Wegstrecke des Siegeszugs, die nur mit großer Mühe und furchtbaren Leiden des Siegers von Golgatha zu überwinden war, finden sich in nachfolgenden Psalmen. Psalm 42, Jesaja 42, Vers 1 bis 9 und dann 49, Vers 1 bis 9, Matthäus 12, 20 und Verse 28 und 30 und 40. Nach Vollendung seines schweren Weges sagt der Herr Jesus: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Wenn Gott sich erhebt, um gegen den Einflussbereich Satans vorzugehen, zerstreut sich die Widersacher. Zerstreuen sich die Widersacher. Seine Hasser fliehen angesichts der Offenbarung seiner furchtbaren Stärke. Verse 2 und 36. Absolute Überlegenheit kennzeichnet von Anfang an den Triumphzug Gottes. Er hat das Ziel, seine Gegner aus dem Feld zu schlagen, Gottes Oberhoheit auf allen Gebieten wiederherzustellen und sein Volk zu befreien. Die Macht seiner Gegner hat ihm keinen wirksamen Widerstand entgegenzusetzen. Sie ist unbeständig und so flüchtig wie eine Rauchfahne, die vom schwächsten Windzug weggeblasen wird. Ihre Kräfte sind dahingeschwunden wie das Wachs, das bereits in der Nähe des Feuers schmilzt. Dennoch halten sich zahllose Menschen für hinreichend gerüstet, um Gott Widerstand leisten zu können. In ihrer Vermessenheit missachten sie Gottes Ansprüche und gehorchen seinen Geboten nicht. Indessen werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Auf der anderen Seite freuen sich und verlocken alle Gerechten, die ihre Gerechtigkeit von Gott und aus ihm haben, vor Gottes Angesicht, Vers 3 und Vers 4. Die Gerechten gehen ins ewige Leben ein, die anderen in die ewige Verdammnis. Alle, die Gott kennen, sollen seinen Namen besingen. Sie sollen Wegbereiter für ihn und seine Wahrheit sein und sein Herannahen zum Gericht ankündigen. In der Zeit der Gefangenschaft der Juden in Babel und ebenso in der Zeit des Christentums ist Gottes Lob die vorrangige Aufgabe. Sie wird auch von den Gläubigen des zukünftigen jüdischen Überrestes wahrgenommen werden, um den wiederkommenden Messias in Empfang zu nehmen und ihm gleichsam die Bahn freizumachen. Siehe Vers 5. In längst vergangener Zeit oblag es zunächst Mose und Aaron, den Gegnern Israels das baldige Einschreiten Gottes vorzustellen. Damals hatte Gott das Elend seines geknechteten Volkes vom Himmel her gesehen und war zu ihrer Rettung herabgekommen. Anschließend führte er das Volk mittels seiner Gegenwart in der Wolken- und Feuersäule durch die Schwierigkeiten der Wüstenwanderung
hindurch. In vergleichbarer Weise begleitet Gott auch heute seine Kinder in gefahrvoller Zeit. Dabei achtet er besonders auf die Schwachen, die Waisen, die Witwen und die Einsamen. Vom Himmel her vertritt er ihre Rechtsangelegenheiten und macht ihre Umstände erträglich. Von dem Kummer der Vereinsamten und der ihrer Freiheit Beraubten nimmt Gott Kenntnis. Er befreit sie und führt sie ins Glück. Gemeinschaft und Mitleid fehlen diesen Unglücklichen sehr. Doch Gott macht es Freude, ihren Mangel zu beheben und für ihr Wohlergehen zu sorgen. Einem aufrührerischen oder eigensinnigen Geist hingegen wird Gott niemals entgegenkommen, sondern wird ihn in der Dürre wohnen lassen. Die Verse 8 bis 11 berichten von dem feierlichen Voranschreiten Gottes in der Wolken- und Feuersäule durch die Wüste hindurch, bis Israel das verheißene Land des Segens erreicht hatte. Damals erlebte das Volk die Gegenwart Gottes unmittelbar. Es empfing das täglich Notwendige direkt aus seiner Hand. Es war ein geordneter Zug vieler Menschen, die miteinander durch eine allmächtige Hand gerettet, geführt und versorgt wurden und die ihrem Gott folgten auf den gemeinsamen Weg zum Ziel hin. Sie gehörten ihm als sein Volk und Gott betreute sie als sein Erbteil und Eigentum, dem er reichlich gute Gaben und die nötige Ruhe und Erfrischung zukommen ließ. Abseits der Einflüsse der Welt genossen sie miteinander Gottes heilige Nähe und Gemeinschaft. Auch als sie das verheißene Land erreicht hatten, blieb Gott ständig an ihrem Ergehen und Zustand des Landes interessiert und griff zu ihren Gunsten in ihre Umstände ein. Als seine Schar, sein Eigentumsvolk, das er sich erwählt und herangebildet hatte, wohnten sie im ausersehenen Land, dem erklärten Segensgebiet des Herrn, als eine lebendige Gemeinschaft, in der sich der Einzelne als Glied des Ganzen heimisch fühlte. Mit großer Güte sorgte Gott für sie wie der Hirte für seine Herde. Dort ließ er sich auf angenehme Weise wohnen. Die Verse 12 bis 15 reden weiter von dieser angenehmen Zeit. Während das Volk im Inneren geeint ist, werden nach außen hin durch Gottes Fügung Siege errungen, die auf sein Geheiß von Siegesbotinnen verkündet werden. Vers 12. Die feindlichen Könige fliehen mit ihren Herden, weil der Herr Jehova mit Israel ist. In solcher Zeit steht es gut in Gottes Volk. Der Wohlstand und die Kraft wachsen. So ausnehmend günstig waren die Verhältnisse, als Israel mit göttlicher Hilfe das verheißene Land in Besitz nehmen konnte. Wenn das Volk Gottes geeint unter seiner Führung steht und in dieser Abhängigkeit verharrt, dann kann es zu allen Zeiten mit reichen Segnungen rechnen und bei den Unternehmungen unter seiner Leitung ebenfalls günstige Ergebnisse erwarten. In den Versen 12 bis 15 ist überwiegend von den geschlagenen Feinden, von ihrer Flucht und Zerstreuung mitsamt ihren Königen die Rede. Dagegen wird nicht von den Heerführern und der Streitmacht Israels und ihren Erfolgen gesprochen. Denn es war Gott, der ihnen die Siege, das Land und reiche Beute geschenkt hatte, ohne dass sie selbst entscheidende Beiträge aufzuweisen hätten. Verse 14 und 15. Der Herr bedarf auf seinem Siegeszug keiner menschlichen Mithilfe. Doch an den Ergebnissen des Sieges, Jesaja 53, 12, lässt er gerne alle teilhaben, die ihm gehorchen.
Weil ein mächtiger Jehova bei uns war, blieb den Israeliten nur übrig, ihm zu danken und die Ergebnisse seines Wirkens anerkennend zu rühmen. Sie selbst konnten ruhig zwischen den Hürden liegen, wie mit Gold und Silber geschmückte friedliche Tauben. Sie hatten nichts Bedrohliches zu fürchten. In einer vergleichbaren Lage wird der gläubige Überrest des Volkes Israel in zukünftiger Zeit kommen, wenn der Herr Jesus, ihr Messias, wiederkommen wird und seinen Siegeszug über diese Erde antritt. Die Verse 16 bis 18 haben den Berg Zion mit Jerusalem zum Gegenstand, weil Christus, Israels Messias, Zion als Ziel für sein zukünftiges Kommen auf dieser Erde erwählt hat. Nicht aber andere gipfelreiche, beeindruckende Berge. Der heilige Berg Zion wird von diesem Zeitpunkt an eine überragende Geltung haben. Er wird einen absoluten Vorrang erlangen gegenüber Ansprüchen von anderer Seite. Denn der über alles erhabene, ewige Sohn Gottes wird dort Wohnung nehmen. Auch für diese Wahl gilt, dass Gott das Verachtete auserwählt und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. So machtvoll und weise, wie es stets seine Vorhergehensweise war, wird der Herr auch dann handeln. Als ewiger Gott ist er der Einzige, dessen Majestät, Weisheit und Ehre niemals etwas hinzugefügt werden kann. Aus seinem heiligen Berg zu Jerusalem wird der Herr für immer wohnen. Vers 17. Es handelt sich um den Ort, wo Christus als Mensch auf der Erde einst die größte Schmach angetan worden ist. Aber zu jener Zeit und an diesem Ort hat er Satan besiegt und gerade dorthin geht der zukünftige Siegeszug des Herrn, um dem Feind von dort aus alle Macht und den ganzen Herrschaftsbereich wegzunehmen. Dabei tritt dann die unendliche Machtfülle des Herrn hervor, die hier in Vers 18 durch die unzählbare Menge der Wagen Gottes bildlich dargestellt wird. Unvorstellbar groß ist auch die Menge der Engel, die ihm zur Verfügung steht. So offenbart sich in der Zukunft auf der Erde die Herrlichkeit Jehovas, die einst schon am Sinai in Erscheinung getreten war. Vers 18. Vergleiche im Unterschied hierzu das himmlische Jerusalem und die Myriaden von Engeln in Hebräer 12, 22. Der Vers 19 wird in dem Brief an die Epheser, Kapitel 4, Vers 8, entsprechend dem griechischen Text der Septuaginta etwas abgekürzt wiedergegeben. Er beschreibt eine bedeutungsvolle Teilstrecke des Siegeszugs Gottes. Der Beginn des Verses 19, du bist aufgefahren in die Höhe, ist die prophetische Vorankündigung der inzwischen geschehenen Himmelfahrt des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes und des Sohnes des Menschen. Das Auffahren zum Himmel setzt die Auferstehung nach seinem Sterben am Kreuz voraus. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Denn er stieg vorher hinab in den Tod und in das Grab, und das war die tiefste Tiefe seiner Erniedrigung. Sein Sterben und Auferstehen machte vorab seine Menschwerdung notwendig und schloss sie als Bedingung mit ein. Der Ausgangspunkt seines Weges war zuerst der Himmel. Als er sich zu der Sendung auf dieser Erde bereit erklärte, zuletzt führte sein Erdenweg ihn durch den Tod, als sein Leib im Grab war, während sein Geist im Paradies weilte. Am dritten Tag aber stand er auf und kehrte dann, nachdem er vielen Zeugen als Auferstandener begegnet war,
in den Himmel zurück und wir dürfen ihn dort als verherrlichten Menschen betrachten. Satan hatte sich getäuscht in der Annahme, dass er ihn durch den Tod in seine Gegenwart gebracht hat und ihm für immer das Ende bereitet hätte. Der Jesus hingegen setzte seinen Siegeszug im Triumph über diesen größten aller Feinde fort, indem er auferstand und sein Leben wieder nahm. Als einziger Mensch besaß er die dazu notwendige göttliche Gewalt und den Auftrag. So ist er erfolgreich in das Haus des Starken eingedrungen, Markus 3,27, mit der Zielsetzung, die Menschen von der Macht des Todes zu befreien, die an ihn und an sein Wort glauben, Hebräer 2,14. So ist Satans Macht besiegt und dieser furchtbare Feind wird vollends in die Grube fallen, die er unzähligen anderen gegraben hat. Dadurch ist er nunmehr die Gefangenschaft gefangen geführt. Verse 19, Epheser 4, Vers 8. Um den Siegeszug Gottes in Christus in der Zukunft zu vollenden, wird Satan zuletzt für immer in den Feuer- und Schwefelsee geworfen werden. Offenbarung 20, Vers 10. Indessen vollzieht sich in der zukünftigen Auferstehung aller Gläubigen schon deren völlige und endgültige Befreiung von der Macht Satans und des Todes. Nachdem bereits viele zu Gott bekehrte Menschen durch ihren Glauben von der Macht Satans und von der Macht der Sünde befreit sind, Römer 8, Vers 1 bis 5, benutzt der Herr Jesus sie nun als seine Werkzeuge in der Auseinandersetzung mit dem Bösen und zur Ausbreitung der Wahrheit. Denn durch ihre Erlösung und Befreiung hat er im Menschen Gaben empfangen. Vers 19. Mittels der Gaben wirkt der Herr jetzt durch den Heiligen Geist anhand der Belehrung des Neuen Testamentes und das göttliche Gute allen Menschen nahezubringen. So sind dem ihm gehörenden Menschen Gaben gegeben, die nicht von menschlicher Art sind, sondern ihrem Wesen nach geistlich und göttlichen Ursprungs. Es sind Erkenntnisse und Befähigungen, die die Gläubigen mit den üblichen menschlichen Mitteln nie hätten bekommen können. Es sind Gaben, die sie nicht nach eigenem Ermessen und in eigener Kraft benutzen dürfen, sondern nur in tatsächlicher geistlicher Abhängigkeit vom Herrn und gelenkt durch den Heiligen Geist. Durch diese Gaben ist Gott tätig und sein Wort wirkt durch sie. Sein Wille und seine Ziele können nur durch Werkzeuge erreicht werden, die in sich selbst nur schwache Menschen sind. Das gründet sich darauf, dass durch Christi Auferstehung und durch sein Auffahren in die Höhe ein Mensch im Himmel ist, mit dem die Werkzeuge auf der Erde durch den Heiligen Geist in lebendiger Verbindung sind und die in bewusster, willentlicher Übereinstimmung mit ihm leben und tätig werden. Epheser 4, Verse 11 und folgende. Was Christus im Himmel als verherrlichter Mensch empfangen hat, das lässt er im Menschen wirksam werden. Sie wollen nicht selbst hervortreten, sondern Gott als Lebende, aus den Toten zu Werkzeugen der Gerechtigkeit dienen. Römer 6,13. Was Gott im Menschen benutzt, muss von Gott herstammen. Zudem muss es die geistliche Herkunft auch praktisch unter Beweis stellen. Das Eigenwillige und Ich-Bezogene, das aus der menschlichen Natur stammt, muss als gänzlich ungeeignet für tot gehalten werden und weggetan sein. Römer 6,11. Damit der Geist Gottes auch praktisch in uns wirken kann. Wo das geschieht, da wohnt Gott und sein Geist, und da sind seine Liebe und seine Wahrheit am Werk. Eins gehört auch Saulus, der spätere Apostel Paulus, zu den Widerspenstigen, die den Herrn und seine Anhänger verfolgten. Vers 19. Der Herr warnte ihn vor Damaskus: Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Apostelgeschichte 26, Vers 14.
Saulus wurde überwunden durch die Macht des Herrn und war als Paulus ein sehr nützliches Werkzeug in seiner Hand. In der noch kommenden Endzeit wird ein Überrest Israels zu dem Herrn, seinem Messias, umkehren und errettet werden. Römer 9, 27, Römer 11, 5 und 26, Zephania 3, Vers 12 bis 17. Dieser noch zukünftige Verlauf der Geschichte Israels ist von Gott festgelegt und wird durch die Macht Gottes trotz der Rebellion der Widerspenstigen durchgesetzt werden. Auch diese längst vorausgesagten Ereignisse gehören zum Siegeszug Christi und Gottes, damit ja Gott eine Wohnung habe, wo er selbst in der Mitte eines zu ihm umgekehrten Volkes weilt. Zephania 3,15. Sein unwandelbarer Entschluss wird dann zur Wirklichkeit werden. Ich eifere für Zion mit großem Eifer und mit großem Grimm eifere ich für Sie's. So spricht Jehova: Ich kehre nach Zion zurück und will inmitten Jerusalems wohnen. Und Jerusalem wird Stadt der Wahrheit genannt werden und der Berg Jehovas, der Heerscharen, der heilige Berg. Wenn es wunderbar ist in den Augen des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, wird es auch in meinen Augen wunderbar sein, spricht Jehova der Heerscharen, Zacharja 8, Vers 2. Trotz größter Anstrengungen wird der durch Christum bereits besiegte Feind diese vorgezeichneten Wege Gottes nicht durchkreuzen können. In Erfüllung der Prophezeiung in Vers 20 bis 24 rühmt der oben erwähnte Überrest Israels in der Zukunft die Güte und die Macht Gottes, die ihnen in größter Bedrängnis täglich zu Hilfe kommen wird und zuletzt durch die Zerschmetterung der Feinde Rettung verschafft. Selbst wenn sie in Todesgefahr geraten, glauben sie unbeirrt an seine Macht, die ihnen das Entrinnen ermöglicht. Er allein vermag einen Ausgang vom Tod zu verschaffen. Das hierfür Ausgang verwendete hebräische Wort bedeutet frei ausgehen, herauskommen und entgehen. Und zwar auf dem Wegen, die in jedem Fall aus dem Gefahrenbereich herausführen und in Sicherheit bringen. Wie Vers 19 zeigt, besitzt Gott die Mittel, vom Tod zu befreien. Nur er vermag Todesfurcht wirklich wegzunehmen. Auch gibt es keine Gefahr, die er nicht gewachsen wäre. Nach der Prophezeiung der Verse 22 bis 24 wird er in kommender Zeit das Volk der Juden aus hoffnungsloser Lage wiederbeleben und die Befreiung der Gottesfürchtigen des Volkes durch eine endgültige Bestrafung ihrer Feinde herbeiführen. Die Verse 25 bis 28 beschreiben einen triumphalen Einzug ins Heiligtum. Die Herrlichkeit des Gottesdienstes in Israel wird in zukünftiger Zeit wiederhergestellt werden, nachdem der Tempel als Heiligtum vom Neuen errichtet ist. Vergleiche Hesekiel 40 bis 46. Christus, der Messias, ist dann ihr König. Sie wissen, dass er der ewige Gott ist, der Herr, Jehova, Yahweh, ihr Bundesgott seit alter Zeit. Die in Vers 25 genannten Züge sind die ihm folgenden Scharen, ihm etwa vergleichbar mit einer Prozession. Es handelt sich offenbar um die ins Heiligtum einherziehende Menschenmenge, das heißt um gottesfürchtige Anbeter. Schon zur Zeit ihres Stammvaters Jakobs war dies das Ziel des göttlichen Ratschlusses. Gott, Jehova, bildet dann den Mittelpunkt dieses wunderbaren Geschehens. Nunmehr ist der Tempel auch das, was das Volk darbringt, gereinigt und geheiligt. Sie selbst sind Heilige, ein Besitztum Jehovas, das sich durch Vollständigkeit auszeichnet, da keiner von seinen Erwählten fehlen wird. Vers 28. Gott ist in ihrer Mitte.
Ihm gilt ihr Preis und Loben. Als Anbeter bilden sie eine geistige Einheit. Ihr Gottesdienst ist durch harmonische Ordnung geprägt. Es ist ihr Wunsch, Jehova immerfort Ehre zu bringen und sein Lob zu mehren. Das hier entworfene Bild macht deutlich, dass nun ein herrliches Ziel erreicht ist, an der heiligen Stätte seiner Gegenwart angelangt und voll sich des Siegeszugs im ewigen Lob Gottes zur Verherrlichung seines Namens. Im Zuge der zukünftigen Wiederherstellung aller Dinge durch den Messias wird Israel erstarken. Denn ihnen gilt seine Liebe und besondere Fürsorge. Er tritt für sie ein. Er wirkt unter ihnen und vollendet das Werk Gottes für sie, Verse 29 bis 32. Der Tempel ist dann ein beständiger Anziehungspunkt für alle Bewohner des Landes und in jener kommenden Zeit auch für die umliegenden Völker. Vers 30, Psalm 45, Vers 13, Psalm 72, Vers 10, Jesaja 19, Vers 21. Nationen, die vordem als Weltmächte angesehen wurden, haben sich dem Jehova unterworfen. Militärmächte, die viele Völker mit Krieg überzogen haben, sind aufgelöst und machtlos. Die Macht der Bösen, die Satan für seine zerstörerischen Ziele einsetzte, ist verschwunden. Nachdem das Reich Christi auf der Erde errichtet ist und er von Jerusalem aus herrscht. Kriege gehören der Vergangenheit an. Jesaja 2, Vers 2 bis 4. Jesaja 9, Vers 5. Völker, die den wahren Gott nicht verehrten oder auch bisher gar nicht gekannt haben, werden zu Gott umkehren und sich beeilen, ihre Unterwerfung zu bekunden. Er ist der alleinige Gott, dies wird niemand mehr in Zweifel ziehen können. In den Versen 33 und 35 werden die Königreiche der Erde aufgefordert werden, Jehova zu Lob singen und ihn zu ehren. Psalm 67, Vers 3, Psalm 100, Vers 1 bis 5. Die Oberhoheit des Königs der Könige steht hier besonders im Blickfeld. Alle Macht und Stärke ist in der Hand Jehovas, Jesu Christi, vereint. Matthäus 28, Vers 18. Er ist die Quelle aller Kraft und alles Guten. Er ist von Ewigkeit her derselbe. Die ganze Erde hat dies anzuerkennen. Kein anderer besitzt diese höchste Würde und niemand wird Gleiches beanspruchen. Vom Himmel her gibt seine Stimme Zeugnis von seiner Macht. Seine Stimme genügt vollkommen, um die göttliche Autorität überall aufrechtzuerhalten. Seinem Willen ist alles unterworfen. Es gibt keinen Ort in der Welt, den seine Stimme nicht erreicht. Durch das Wort seiner Macht trägt er alle Dinge und lenkt alles Geschehen. Allerorts zeigt sich seine Macht über den Wolken. Doch besonders tritt seine Hoheit über Israel und ihrem Land in Erscheinung. Der Himmel ist sein Thron und die Erde der Schemel seiner Füße. Dann ist die Herrlichkeit Jehovas über Israel und den dortigen Heiligtümern Gottes aufgegangen. Über Israel strahlt Jehova auf und über Israel erscheint er. Seine Verbindung stellt sie für alle Völker offenkundig dar. Die Nationen sehen diese Erscheinung zugleich als die Herrlichkeit Israels und streben dorthin. Jesaja 60, Vers 1 bis 5. Jehova ist zur Herrlichkeit in seiner Mitte. Sacharja 2, 9. Offenbar ist die Darstellung seiner Hoheit und Macht so übermächtig und gewaltig, dass gar nichts anderes in Betracht kommt als sofortiger Gehorsam. Alles in seinen Füßen, alles ist seinen Füßen unterworfen. Es gibt nichts, das ihm nicht unterworfen wäre. Denn alle Dinge bestehen um seinetwillen. Sie existieren durch ihn. Hebräer 1, Vers 3, 2, Vers 8. Sein Erscheinen ist für jedes Geschöpf überwältigend und gebietet uneingeschränkte Ehrfurcht. Niemand kann ihm die Anerkennung verweigern.
Jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Gepriesen sei Gott. Verse 36, Römer 9, Vers 5. Und so sehen wir, wie die Wolke Israel schützt und die Feuersäule sie führt. Und Israel ist ein wunderbares Bild auch auf uns jetzt heute. Wir, die wir errettet sind, sind unter seinem Schutz und unter seiner Leitung. Amen.